Ja, Junge, wie soll man da auch... Ja, Bro! Digga, okay, was? Krass. Leute, was geht? Wir schauen uns heute gemeinsam mit einem Eye-Tracker mal wieder. Es ist wieder 2019, Alter. Ja, jedes Jahr wiederholen sich hier alle Ideen. Mit Papa Platte gemeinsam lustige und interessante Videos auf Twitch an, beziehungsweise von Twitch, die natürlich alle keine GEMA-Musik haben, weil sonst wird ja unser Kanal gelöscht. Das wollen wir natürlich nicht, ne? Die hottest Twitch-Moment. Thick and new Twitch-Streamers. Das, das wird für Gesprächsstoff sorgen. Das bin ich mir sicher. Gut, fangen wir hier mal an, Bro. Let's go. Okay, Mann. Achso, warte mal, man darf jetzt nicht in den Ausschnitt gucken, ne? Das ist die Challenge hier. Ja, schon verschissen, wa? Genau. Also, Digga, ist auch schwer, ne? Genau, ja. Ne, wir gucken uns natürlich jetzt alles andere an, außer die Szenen, die man sich als Kerl dann anschauen würde, weißt du? Mhm. Das ist klar. Ja, gut, versuchen wir es mal, ne? Ja, ich gucke auf ihren Donation-Sch** da oben. Ich schaue Frauen immer nur ins Gesicht. Ja, ich finde Augen so das Wichtigste tatsächlich. I am English. Ah, sie ist Englisch, okay, sehr schön. Mhm, gut zu wissen, ja. So, nationality-wise. Aha. Eigentlich bin ich gerade richtig gut, ne? Ich habe noch nicht einmal gechoked. Nur am Anfang. Oh, sie ist German. Oh. Alter, Revi, Datey. Slide in DMs. Digga. Oh, Digga. Ich konnte doch so saven, Alter. Ich war so bei Hüfte. Ja, bei mir auch safe. Mhm. Was machen die? Schminken sich. Guck mal hier, da liegen so Spiele. Okay, der ist easy. Ja, das ist wirklich. Ich habe trotzdem hingeguckt. Ich werde die. Ehre, Mann. Bro. Die sammelt. Oh. Ich guck auf die Rechte einfach. Auf die Rechte. Bro, Pepega-Move, du guckst einfach im Spiegel auf Arsch. Das sieht keiner. Pass auf. King. Junge. Bist du mehr so der Ass- or Breast-Guy? Ja, Ass, safe. Ja, ich würde mittlerweile sagen auch. Aber klar, eigentlich bin ich mehr so der Character-Dude. Das ist ganz klar. Schöne Augen sind mir am wichtigsten. Ja, ja, bei mir Haare, Alter. Ich liebe Haare. Ja, Bruder, ich habe am Ende nochmal schön auf den Arsch geguckt. Das war's komplett. Ach, Digga, es bewegt sich so viel in diesem Video gerade. Nee, also ich guck nur hier auf die Mikrowelle, Digga. Ja, Junge, wie soll man da auch... Digga, dafür, guck mal, wenn ich sowas bei GTA spiele, krieg ich direkt Twitch-Bann, Junge. What the f***, Alter. Das ist ganz cool. Man kann jetzt vorne aufs Gesicht gucken und auf die Brüste. Und wenn man will, könnte man im Spiegel hinten auf den Hintern... Machen wir aber nicht. Ich switch die ganze... Da ist ein Hund! Linksschritt, Bro, da ist ein Hund am Boden. Den hab ich gar nicht gesehen. Ich auch nicht. Digga. Peinlich, egal, ich schau jetzt mal runter. Ich guck gerade auf ihre Füße, das war's komplett. Kevin, also. Bist du mehr so der Arsch- oder Gesichtsgeil? Ja, Füße. Können wir schnell weitermachen? Ich guck mit den Huntern. Bro, dieser Hund ist so süß. Guck mal, wie der schlecht so ein richtiger Golden Retriever, Schatz. Ich try's gerade gar nicht, ne? Ich lose gerade komplett. Ja, gut, das war auch schwer, ne? Also wirklich. Ja, der war schwer. Da sind sehr viele Impressionen gerade. Okay, was haben wir hier? Tanzen? Ja. Ja, da schauen wir mal unten hier auf die Choreo von der Dame. Das war's. Boah, Digga, die ist... Au, Junge. Boah, Scheiße, Digga. Hä, wieso hat das keinen Sound? Hat das keinen Sound bei dir? Nee. Hast du überhaupt schon irgendwas einen Sound gehabt? Ich weiß es nicht. Aber darum geht's aber gar nicht, oder? Es fällt mir jetzt auch erst auf. Naja, es geht ja hier um die... Guck mal, das ist sau dumm, Alter. Die ist in dem Video unten bei Just Dance auch nicht hingefallen. Warum macht die denn das? Oh, ich glaube, der geht's wirklich nicht gut, ne? Ja, das sieht nicht so gut aus. Ich habe trotzdem auf... Oh, schnell auf ihren Instagram rechts gucken oder so. Wie findest du das, den Pullover? Bro, der Pullover ist sau schön, wirklich. Mega schön, Dude. Digga, Mann, ist es immer so ein Glimpse, weißt du, was ich meine? Aber es ist krass, dass man da so hingezogen ist, da hinzukommen. Ja, aber das ist, guck mal, das ist auch so ein Ding, weißt du, was ich meine? Es ist so ein Ding, es ist halt einfach natürlich. Also es ist halt, es ist ja nicht mal, dass man das auf einer abwertenden Art und Weise macht und so sagt, oh, geil, sondern dass man einfach Leute ja mustert. Und ich habe sowieso, also ich schaue generell Leuten nicht auf die Brüste oder sowas oder irgendwas in der Stadt oder so, aber ich schaue Leute immer extrem eindringend und gruselig an, weißt du, was ich meine? Also ich bin so jemand, ich schaue jemanden, wenn er mir vorbeiläuft, immer ins, straight up ins Face, immer, weil ich immer wissen will, was für eine Person ist das. Und das hat schon teilweise wirklich für sehr viel Verwirrung gesorgt, Alter. Ich hab einfach mal eine Polizistin, hab ich mal einfach dumm angeguckt und hat mich gefragt, ob ich ein Problem hab. So, Digga, nein. Ich hab sie einfach nur angeguckt, so, ja, brauchen Sie Hilfe? Ich so, nein, so sehe ich so aus. Bruder, würde mich nicht wundern, wenn du irgendwann mal im Knast landest oder so, weißt du? Weil ich einfach jemanden angeschaut habe. Ich schaue aber immer nur über 18, das ist wichtig, ne? Ja, das ist ganz wichtig. Ne? Ja. Einen frischen Penis. Genau das. Mit zwei Eiern. Boah, fühlst du diesen Pony? Weiß ich nicht so ganz. Pony ist ganz nett eigentlich. Kann gut aussehen auf jeden Fall. Du? Ich hätte gern so einen Pony. Aha! Wirklich. Spanierin, ne? Ja. Oh ja, Bruder, ich habe komplett verloren gerade. Ich gar nicht. Ich bin hier drin. Ich gebe auch gerade komplett auf, juckt.
bei dem Jungs. Aber jetzt ist eh vorbei. Bro, ich hab grad auch mal geschaut. Mann, aber wie willst du das auch machen? Das nimmt 90% vom Bild eingefühlt. Naja, ja. Oh. Ja, Bro! You are indeed first. Hey, Willy. Hey, Soda Patrick. Oh, da ist auch ein Hund. Oh, das ist ein Hund. Der ist ja, geil. Hund ist easy, da kann man da hingucken. Der Hund macht aber sau die seltsamen, komischen Geräusche. Ich ja, Digga, wie soll ich den Hund angucken, wenn sie da so... Dude, ich guck manchmal auf den Arsch vom Hund. Dude, wo soll ich da hingucken? Ich guck manchmal auf den Arsch vom Hund. Kid, and then I also sci-fi class. Aha, sci-fi class. High school. Aha, we had cool. Science of science fiction at my high school. Okay, cool, and cool. Szene, wenn einer für class, das guckt, was sie erzählen gerade. But then it ended up being like a class of like 6 Ich finde das interessant, so sci-fi class. So wieder so ein komischer Affe da hinten drin. Super Skaff. So versklavt einfach. Oh, das ist Chloe, die habe ich sogar schon mal echt jetzt? Getroffen, ja. Die ist auch HyperX-Partner. Damn, geil, Alter, so wie ich. Weiß ich nicht genau, kann sein. Chloe! Chloe ist ultra nett, no joke. Ja? Ja, ja, ich darf hier nicht choken jetzt. Ich finde sie auch nett, aber es gibt ja auch nichts zu gucken, sie hat ja nur ein schönes Gesicht. Mhm. Also... Ja, okay, Bro, also... Bro, warte, ich habe gerade auf Axel geguckt, sau weird, ich weiß nicht warum. Sau weird, Alter, ich fühle mich gerade so, wie wo Montana Black gesagt hat, schöne Axel bei Alice Duck, Digga. Ganz seltsam. Meint ihr das aber so for real oder war das Gag? Ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen. Ich kann bei ihm nicht mehr abschätzen, was der ernst meinte, was nicht. Guck mal, die haben eine Währung, die heißt einfach Try. Türkisch, das ist Türkisch, Digga. Die Währung heißt einfach Try da oben. Geil, Mann. Ja, Bruder, what the fuck. Ja, direkt verloren. Schöne Bambuspflanze im Hintergrund. Viel trinken ist ja auch wichtig, ne? Auf jeden Fall, ja. Ja, Bro, ach so. Ja. Boah, Digga, ja, guck mal, aber die zeigt ja auch dahin, das ist ja auch Teil des Contents dann, oder Digga, nicht? Digga, ich tryharde gerade richtig hart, ne? Ich hab noch nicht einmal gechoked hier, nur am Anfang, wo ihr kompletter Körper im Bild war, aber gerade geht's. Oh, okay, nicht choke. Bro, unmöglich. Digga, wie viel Gewicht ist das? Hallo? Aber sowas tönt mich auch nicht an, muss ich sagen, ne? Nee, aber trotzdem, überleg mal, wie viel Kilo das sind. Das sind die Stange, 20, das sind 20er Scheiben, 60 bis 80 Kilo Squats, maybe macht sie da, Digga, das ist insane, Alter. Und guck mal, es ist so Norwegisch, da steht so Belton. Siehst du das da rechts? Oder so schwedisch oder so. Bro, das ist geisteskrank stark. Boah, Latina. Mhm. Der Ultimo Donador. Was? Wo? Und das Ultimo Donador. Ultimo Subscriptor. Aber es heißt ja einfach nur Letzter, ne? Ach so. Ja, nicht der Ultimative. Ich dachte, Letzter, glaube ich. Ja, der krasseste. Oh, Junge, was ist das für ein Strobolicht da im Hintergrund? Oh, dieser Tannenbaum da hinten geht komplett auf Rave, Alter. Das ist Nature Wonder im Hintergrund. Junge. Oh. Tomorrowland, ja, komplett verloren direkt. Ja, aber wo soll man auch hingucken? Man sieht ja nur ihren Körper. Ja, komplett auf die linke Tit geguckt. Auf die linke Tit, dass du das so ausmachen kannst, Digga. Imagine, deine Augen würden sich so teilen. Und du guckst mit dem einen Auge auf die rechte und auf die andere Auge auf die linke. Und so du schielst so auseinander einfach. Okay, warte, jetzt ja, ich bin auf den krassen Gamingstuhl, ne? Wow. Ach, nicht die schon wieder. Ah, der Hund. Der Hund, weg aus dem Bild, Alter! Ich will den Hund gucken! Yeah. Ich guck nur auf den Hund. Das Ding ist, der Hund rennt ja dahin, wo der Arsch ist. Ah! Ja, komm, Alter. Meine Augen sind verwirrt. Oh, Bro, Junge, es ist einfach zu viel. Ich krieg Kopfschmerzen. Mann, aber wer würde sich denn da auch so drehen und so... Es ist weird, oder? Ja, über weird. Ich will jetzt gar nicht hier rumschämen. Ah, das ist Candyland, das ist von Veni. Ja, Digga. Veni hatte was mit der. Hatte was mit der? Ja, die haben sich geküsst. Moment, stopp. Wirklich? Aber die sind nie zusammengekommen? Nein. Schade, ne? Finde ich immer schade, wenn man sich küsst und dann nicht zusammenkommt. Also ich finde, wenn man sich küsst, muss man ein Paar sein. Ganz wichtig. Okay, jetzt wieder. Okay, jetzt ist wieder Sport. Jetzt werden wieder Squats gemacht hier. Ah, die machen, glaube ich, Klimmzüge. Ja, Digga. Bro, insane. Bro, push up aber, Digga. Bruder, aber ich gucke auch einfach nur auf ihren Arsch, weil ich respekte, wie krass sie dafür gehasselt hat. Digga, sie ist geisteskrank trainiert. Das ist eine richtige Sportlerin. Okay, was kommt jetzt? Oh, ja! Digga, okay, was? Krass. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Bro, ich auch nicht. Das würde ich so gern können. Weißt du, wie geil das ist, wenn du einfach irgendwo bist und ziehst einen Backflip, Junge? Ja. Ich glaube tatsächlich, dass es gar nicht so schwer ist, sondern dass es nur die Überwindung ist. Es ist die Überwindung und halt cool aus. Die Technik dahinter. Ich glaube, von der Sprungkraft her, wenn man das ein bisschen trainiert, geht das, glaube ich, so. Ich würde das so gern können.
Mein Ziel ist... Oh, Diggi. Wieder diese Striptease-Küche, ja, die ich nicht verstehe. Ja, ist so. Es sieht aus wie so ein Porn-Set einfach. Weißt ja, du, wirklich, wo, ne? Wo gleich irgendwie Johnny Sin reinkommt und sagt so, hi, der Weihnachtsbaum brennt. Muss hier irgendwas repariert werden oder so. Und dann kommt so ein Cut und dann geht's ab. Ich bin hier, um ein Rohr zu verlegen, Alter. Und beide so, yo, Bro, unsere Spüle ist vollkommen in Ordnung. Gettest du diesen Content? Es ist halt Sport, ne? So. Mann, es weiß halt jeder, dass das, also es kommt ja keiner halt wegen dem Sport, weißt du? Sind das denn auch legit Übungen? Ich kann das gar nicht sagen, wenn ich ehrlich bin. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ach so, yo. Ja, Digga, das ist natürlich Sport. Digga, ich weiß gar nicht, wo ich nicht hingucken soll. Ich bin komplett verloren, Alter. Wie ist aber auch... Ja, ist auch ein gesunder Ist halt eine Tänzerin, glaube ich, einfach, ne? Mhm. Also man sieht da, dass die Bewegung auf jeden Fall krank gelernt ist. So, das ist nicht irgendwie... Ich check auch nur die Bewegungen aus. Darum ging es mir. Boah, Digga, ich glaube, wir haben uns echt gut geschlagen, Kevin. Also es war wirklich stark. Wir haben wirklich echt... Ich hab ab und zu verkackt, aber dann halt auch nur so, weil ich halt zum Beispiel bei der Sportlerin da checken wollte, wie gut sie trainiert ist, weißt du? Ja, ja, zum klar, Beispiel. Wir wollten ja auch auf die Ausführung gucken. Ja, ja, genau. Ein bisschen, ja, so, ne? Du bist ob ja jetzt ich dir halt vielleicht ein paar Verbesserungen geben kann. Du bist ja jetzt auch Sportler, deshalb, ne? Mhm. Genau, ja, fühle ich, Bro, fühle ich. Korrekt. Leute, wenn ihr wollt, dass wir das nochmal machen, on-stream und unser Twitch-Kanal dann gebannt wird, lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Ich bin noch nie von Twitch gebannt worden. Ich glaube, der erste Bann sind wie viele Tage? Ein Tag meistens. Ja, Digga, den kann ich kassieren, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da und schaut gerne mal bei Papa Platte vorbei. Da gibt es nämlich auch Content, wie er trainiert und das werden wir später auch nochmal im Stream mit Eye-Tracker anschauen. Da werde ich auf jeden Fall komplett zerfließen. Lasst einen Daumen nach oben da. Originallinks sind in der Beschreibung und danke an YouTube und den Mitarbeiter, der sich das hier angeguckt hat und das Video für grün befunden hat. Grüße gehen raus. Ich verstehe nicht, warum. Ciao.